ich bin Ismail. Ich studiere zurzeit in Freiburg Medien- und Kulturwissenschaft und Judaistik. Und jetzt mache ich habe ich zwei Wochen Praktikum bei Taz in Dresden gemacht. Ich bin Sabina Morle, ich bin innenpolitische Korrespondentin bei der Taz und da liegt es total nahe, sich bei Landtagswahlen die Orte anzugucken und das politische Geschehen vor Ort, wo gerade die Wahl stattfindet. Deshalb bin ich jetzt in Dresden. Eins meiner Hauptthemen ist die AfD und ich habe mich jetzt auch in den letzten Wochen vor allen Dingen mit der AfD beschäftigt. In Brandenburg zuerst, wo ich ein Porträt über den Spitzenkandidaten gemacht habe und so drumherum recherchiert habe, mich auch selbst mit ihm getroffen habe und das dann geschrieben habe. Und jetzt war ich zuletzt hier in Dresden oder besser gesagt in Sachsen unterwegs und habe geguckt, wie die AfD da Wahlkampf macht. Ich bin seit zwei Wochen hier und ich habe viele Themen so gesucht, zum Beispiel Zentralwerk oder Kinderchor, Konferenz der Kinder. Aber am Ende habe ich mich für eine Facebook-Seite von zwei Suchern entschieden, die wollen dadurch den Geflüchteten helfen, deren Weg ein bisschen leichter machen, so dass sie Sachen übersetzen, auf Arabisch übersetzen und so weiter. Und das zweite Thema ist eine Professorin aus Aleppo, die hier Seminare anbietet, wie man Aleppo wieder aufbauen kann. Und ich habe sie interviewt und sie hat mir erklärt, was sie vorhat und was sie im nächsten Semester machen wird. Also ich fand extrem interessant bei dem Wahlkampf noch in Brandenburg, dass die sich, also die AfD sich da sehr stark mit dem Thema Wende beschäftigt oder besser gesagt sich das Thema so aneignet und damit Wahlkampf macht und nach dem Motto, wir sind die, die die Wende, die friedliche Revolution der DDR vollenden. Und das hat dazu geführt, dass ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt habe und auch mit einem mit David Begrich vom Verein Miteinander in Magdeburg ein Interview geführt habe, warum das eigentlich so gut ankommt bei den Leuten, weil einerseits ist es ja klar, dass die AfD jetzt keine Partei ist, die wirklich für Freiheit steht. Andererseits ist es so, dass die Führungspersonen der AfD im Osten eigentlich zu einem großen Teil aus dem Westen stammen. Also der Spitzenkandidat in Brandenburg zum Beispiel, Andreas Kalbitz, kommt aus München. Alexander Gauland kommt aus dem Westen, Björn Höcke kommt aus dem Westen. Das passt alles nicht so richtig zusammen. Und darüber habe ich mit ihm, wie ich finde, ein extrem interessantes Interview geführt. Und es hat uns auch dazu geführt, dass wir uns hier im Team nochmal darüber auseinandergesetzt haben, was das eigentlich bedeutet, wenn wir zum Teil selbst mit einer Westbiografie und für eine doch recht westliche Zeitung nach Dresden fahren und hier sagen, wir kommen jetzt mal und gucken mal. Ja, mein Highlight war, dass ich bin seit zwei Wochen hier in Dresden. Am Anfang dachte ich, okay, in Dresden sind alle AfDler. Aber das hat sich als Gegenteil bestätigt. Dass Leute waren offen und so. Und wir waren echt so euphorisch, dass wir die linke Szene hier gesehen haben und so weiter und so fort. Und dann nach der ersten Woche habe ich gesehen, okay, es ist nicht nur so, weil wir haben verschiedene Personen so getroffen. Jede Person erzählt eine neue Geschichte. Manche sehen, dass Dresden voller AfDler sind. Manche sagen, nee, es ist genauso viel links hier gibt. Manche sagen, okay, mal so, mal so. Und mein Highlight war, dass ich Leute von diesen verschiedenen Gruppen getroffen habe und einfach jeden Tag eine neue Geschichte quasi erfahren habe. Also ich will noch mit dem Michael Bartsch, der ja unser Dresden-Korrespondent ist, eine Geschichte zusammen machen über die Frage, ob es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit zwischen der CDU und der AfD kommen könnte nach der Landtagswahl, weil ja die Mehrheitsverhältnisse so schwierig sind. Die Gefahr besteht, dass die AfD stärkste Kraft wird. Vielleicht wird es auch die CDU, weiß man nicht. Aber die Koalitionsbildung wird extrem schwierig werden, weil es zu den alten klassischen Koalition, dafür wird es nicht mehr reichen. Also es wird nicht eine CDU-SPD-Regierung geben können, sondern es muss andere Bündnisse geben. Und es
gibt ja einen Teil der Sachsen-CDU, von der immer wieder bekannt wird, dass sie durchaus mit der AfD liebäugelt. Wir gehen nicht davon aus, dass es wirklich zu einem solchen Bündnis kommen wird, aber wir wollen uns das mal ein bisschen näher anschauen.